Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Medizinakademie des Roten Kreuzes. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Das Thema ist die Parkinson-Erkrankung und ihre Auswirkungen auf den Körper. Ich darf dazu begrüßen als Diskussionspartner Herrn Dr. Schöberl aus Hartberg in Österreich. Die ersten Symptome entwickeln sich schleichend und sind schwer von Symptomen des normalen Alterungsprozesses zu unterscheiden. Mich als Kardiologe interessieren hierbei natürlich insbesondere die kardiovaskulären Symptome, aber natürlich spielen auch die gastrointestinalen Symptome eine Rolle. Welche Symptome sind hier im Detail zu nennen? Also zuvorderst sind Kreislauf-Dysregulationsprobleme, also landläufige Kreislaufprobleme zu nennen, die sehr häufig auftreten, orthostatische Hypotonie, posturales Tachykardie-Syndrom, vasovagale Synkopen oder nächtlicher Bluthochdruck. Zusätzlich, wie Sie erwähnt haben, gastrointestinale Symptome, die erwähnenswert sind, sind zuvorderst Obstipation, eine Dysphagie, also Schluckstörungen, gastroösophageale Reflux, Sodbrennen, eine verzögerte Magenentleerung und eine bakterielle Dysbalance. Parkinson führt zu einer Aufhebung der neurovegetativen Regulation. Das äußert sich in nächtlichen Blutdruckerhöhungen, in Schlafapnoe-Symptomen, in Schweißneigung. Welche Symptome, welche Störungen können möglicherweise während der Erkrankung weiterhin auftreten und welche therapeutischen Optionen sind bei diesen einzelnen Symptomen gegeben? Zu den genannten Symptomen können vor allem urogenitale Symptome kommen, wie Inkontinenz oder Harnentleerungsstörungen. Auch Erektionsstörungen sind hier zu nennen. Nächtliches vermehrtes Harnlassen auch. Andere Störungen sind beispielsweise eine vermehrte Talgproduktion oder auch eine trockene Haut, eine verminderte Durchblutung der Finger sowie trockene Augen. Raten Sie von bestimmten Medikamenten ab? Es gibt einige Medikamente, die in der Therapie von Parkinson-assoziierten Symptomen eingesetzt werden, die ihrerseits wiederum andere Symptome verschlechtern können des Parkinson-Syndroms. Zu nennen sind hier vor allem Alpha-Rezeptoren-Blocker, die eine orthostatische Dysregulation negativ beeinflussen können, aber auch anticholinergisch wirksame Medikamente, die gastrointestinale Beschwerden wie Obstipation, also Verstopfung, negativ beeinflussen. Die frühzeitige Therapie, die medikamentöse Therapie, scheint A und O zu sein. Wie wertig sind andere Therapieformen? Ganz entscheidend in der Behandlung des Parkinson-Syndroms ist ein frühzeitiger multimodaler Therapieansatz. Neben der medikamentösen Therapie kommt hier der Bewegungstherapie eine zentrale Rolle zu. Auch Physiotherapie, Ergo- oder Logopädie sind zu nennen, sowie Psychotherapie. Warum ist es auch für Parkinson-Patienten wichtig, Sonne zu tanken und in Bewegung zu bleiben? Man weiß, dass Parkinson-Patienten ein erhöhtes Osteoporose-Risiko haben. Durch Bewegungsmangel und verminderte mechanische Belastung der Knochen. Zudem kommt es zu einer Muskelatrophie, also zu einem Abbau der Muskulatur durch Bewegungsarmut, einhergehend damit zu einer erhöhten Sturzgefahr mit dem Risiko, Knochenbrüche zu erleiden. Außerdem ist bei Parkinson-Patienten häufig ein Vitamin-D-Mangel zu beobachten, der durch die verminderte Sonnenexposition zu erklären ist. Zuletzt interessiert uns natürlich im Rahmen der Corona-Pandemie, inwieweit sind Parkinson-Patienten möglicherweise stärker gefährdet als andere Menschen? Das scheint so zu sein. Häufig haben Parkinson-Patienten eine flachere Atmung als gesunde Menschen. Zudem kann es durch den Sekretstau zu einer Prädisposition für schwere Covid-19-Verläufe kommen. Außerdem weiß man mittlerweile, dass Parkinson-Patienten, die gleichzeitig einen arteriellen Hypertonus, also Bluthochdruck und einen Diabetes mellitus Typ 2 haben, ein deutlich erhöhtes Risiko eines schweren Verlaufes dieser Covid-Erkrankung haben.
Und nicht zuletzt ist auch die Kontaktisolation von betroffenen Patienten durch den meist sehr hohen Pflegebedarf schwierig. Herr Dr. Schöber, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, es war für Sie informativ. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und Sie sind immer mit uns verbunden. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.